Und damit willkommen zum letzten Part des Mario Kart Booster Streckenpasses. Nach über anderthalb Jahren kann ich das endlich sagen, denn ja, die letzte Welle ist nun so gut wie vorbei. Wir haben noch einen einzigen Cup zu fahren, den Starry Cup, und das in 200 Hubraum. Zusätzlich gibt es dafür heute auch mein Ranking der sechsten Welle. Daher bleibt dran, wir wollen jetzt hier loslegen. Vorher werde ich aber gleich nochmal gucken, welchen Charakter ich heute nehme als Abschluss. Es sind echt nicht mehr viele Charaktere übrig, also wir sind die meisten schon gefahren. Dadurch habe ich jetzt eine ganze Weile gebraucht, um überhaupt jemanden zu finden. Ich habe überlegt, ob ich Peach nehmen soll, aber dadurch, dass wir im letzten Part schon Baby Daisy hatten, was ja so ähnlich, sage ich mal, wie Peach ist, habe ich mich jetzt für Toad entschieden, weil wir Toad tatsächlich nicht gefahren sind. Machen wir heute nochmal mit Toad und mal gucken, was er für einen Kart nimmt. Oh, guck mal, das passt doch auch zu ihm. Hier irgendwelche guten Reifen. Nehmen wir mal die Slick-Räder und dann die Wolkenballons. Und dann können wir im letzten Cup loslegen. Und wir beginnen sofort auch unser Ranking, weil wir natürlich nicht viel Zeit haben. Und ja, am Ende gibt es auch, wie gesagt, nochmal mein Fazit zum Streckenpass, weil ja nochmal die Credits dann kommen. Fangen wir an mit dem letzten Platz. Ja, eine Strecke, die einzige Strecke dieser Welle, wo ich sage, die hätte es nicht so wirklich gebraucht, ist Daisys Piste von der Nintendo Wii. Ich freue mich über Nintendo Wii-Strecken, ich freue mich wirklich sehr über Nintendo Wii-Strecken, aber ganz ehrlich, von der war ich noch nie so wirklich ein Fan. Und die ist jetzt hier auch nicht besonders geworden oder so. Ganz im Gegenteil, ich finde, da hat man auch nochmal viel Potenzial verschenkt. Man hätte da auch nochmal rückwärts fahren können, weil da so ein paar Kreise sind, wo es eigentlich perfekt wäre, um dann nochmal den Spieler dazu zu zwingen, rückwärts zu fahren, was allerdings nicht erfolgt ist. Und so ist sie jetzt grafisch auch nicht der Burner. Und generell, ja, bin ich von der Strecke jetzt nicht ganz so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich schon bei der Nintendo Direct nicht so wirklich. Und daher ganz auf jeden Fall auf den letzten Platz. Auf dem vorletzten Platz. Eine Strecke, wo ich auch nicht so begeistert bin, beziehungsweise wo ich jetzt sage, bin ich jetzt kein Fan von, ist Stadtrundfahrt Madrid. Die Strecke, die wir gerade fahren. Ja, es ist eine Stadtstrecke. Es war klar, dass wieder zwei Stadtstrecken mit reinkommen. Oh, wow. Und ja, da hätte ich mir dann doch ein bisschen was anderes gewünscht. Zum Beispiel, ich glaube, Clearix war das in den Kommentaren, der geschrieben hat. Er hätte sich ein bisschen was anderes gerne vorgestellt, wie Venedig zum Beispiel. Und ja, ich hätte so gerne eine Venedig-Strecke gesehen. Und jetzt kommt ein Starry-Panzer. Und Madrid ist halt so eine typische Asphaltstrecke wieder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach so Asphalt über Asphalt über Asphalt. Die coolste Passage ist noch in der letzten Runde durch das Stadion. Das ist noch sehr, sehr cool. Aber sonst bin ich von Madrid alles andere als begeistert. Ja, hier das Stadion. Finde ich eine coole Idee, dass man hier auch nochmal durchs Tor fährt. Aber sonst einfach nur Asphalt, Kreuzungen, Asphalt. Das, was wir schon tausendmal haben in anderen Stadtstrecken. Daher, bisschen schade. Aber das sind die letzten beiden Plätze. Alle anderen Strecken hier machen einen guten Job. So macht auch die Piranha-Pflanzenbucht einen guten Job. Ist eine neue Strecke aus Tour, so ihr seht. Es gibt noch eine andere Tour-Strecke, die nicht mit reinkam. Habe ich auch, glaube ich, von Clearix in den Kommentaren gehört. Und das ist eine der beiden neuen Tourstrecken, die Piranha-Pflanzenbucht. Ja, ich finde es sehr, sehr cool, dass man da unter Wasser startet und dass man generell sehr, sehr viel unter Wasser ist. Diese Ruinen machen einen guten Eindruck. Aber dennoch haut mich jetzt diese Strecke nicht ganz so dolle vom Hocker, wie so manche andere Strecken, sage ich mal. Weiß nicht, woran das liegt. Ich finde die Strecke dann doch hier und da einfach persönlich ein bisschen eintönig. Das ist vielleicht so das, was ich da so ein bisschen finde. Aber sonst, wie gesagt, ich mag die Strecke trotzdem, aber ist jetzt nicht ober-mega-hammer-mega-dolle-krass. Aber ja, trotzdem schön, dass da so eine Strecke reinkam. Die kannte ich vorher auch gar nicht, weil ich habe ja nie Tour gezockt und nie so wirklich was zu Tour geguckt, außer am Anfang, als Tour rauskam, aber sonst hatte ich sonst danach aber gar nicht mehr. Da hat mich Tour kein bisschen gejuckt und ja, darum kannte ich die Strecke noch nicht. Und ja, es ist eine schöne Strecke, aber
stattdessen schön fliegende Feste vom DS oder so, hätte ich mehr gefühlt. Hätte ich mehr gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem schön, dass es da ist. Ja, Platz 5 ist Bowser's Festung 3. Ist eine SNES-Strecke, die doch, für eine SNES-Strecke ganz schön hochgerankt ist. Aber aus gutem Grund, weil ich finde es sehr, sehr schön, wie die umgebaut wurde. Die macht verdammt viel Spaß. Und an sich hätte sie sogar noch weitere Höheplätze verdient. Aber die anderen Strecken sind halt einfach zu dolle krass, sodass ich die trotzdem nur auf Platz 5 mache. Obwohl sie trotzdem höhere Plätze verdient hat, weil sie so schön umgebaut ist. Und das ist ja gerade das, was ich sehr, sehr mag, wenn man SNES-Strecken und GBA-Strecken so sehr umbaut. Ein Kritikpunkt, der ja schon damals bei der Marius-Piste vom SNES, die reinkam, war ja schon da ein Kritikpunkt, dass die so gar nicht umgebaut wurde. Und hier wurde endlich mal eine SNES-Strecke so richtig schön umgebaut. Und das gefällt mir wirklich sehr. Stimmung passt, die Lava überall, Gefahr. Die ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also verdient er trotzdem Platz 5. Da sind wir jetzt auch schon auf der Bowser's Festung 3. Ja gut. Platz 4 ist ein Platz, der Potenzial hatte, noch höher zu kommen, wie ich finde. Dieser Platz, dessen Streckenname ich gleich sagen werde, hätte das Potenzial hier auf Platz 2 oder vielleicht so, Platz 1 weiß ich nicht, aber zumindest auf Platz 2 zu kommen oder Platz 3. Und zwar, die Rede ist von DK Bergland. Eine sehr, sehr schöne Strecke, von der ich ein sehr, sehr großer Fan schon in Mario Kart Wii war. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass diese Strecke wieder zurückkommt. Aber, ich weiß nicht, irgendwie... die Grafik finde ich da jetzt nicht so das Beste. Also hätte ich mir schöner vorgestellt. Und sonst, ich weiß nicht, irgendwie wurde ich dann jetzt nicht so sehr warm, wie ich anfangs gedacht hätte, sage ich mal. Einerseits, wie gesagt, die Grafik. Was ich schön finde an DK Bergland ist, diese DK-Fässer, die jetzt dazu kamen. Generell dieses ganze, der ganze Streckenaufbau, aber es ist halt, wie gesagt, auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Und dementsprechend auch nur Platz 4. Platz 3 ist eine der besten Stadtstrecken, wie ich finde. Und zwar Rom-Rambazamba. Rom-Rambazamba hat mich mit am meisten hier überrascht in Welle 6. Da im ersten Welle 6 Part hatten wir ja direkt Rom-Rambazamba gezeigt. Und da war ich so begeistert von und ich bin immer noch von Rom-Rambazamba sehr, sehr dolle begeistert. Die Plätze 1, 2 und 3 liegen so dicht beieinander, dass ich auch mir gut vorstellen könnte, Rom-Rambazamba auch auf Platz 2 oder Platz 1 zu setzen. Könnte ich mir zumindest auch vorstellen, weil die Strecke so dermaßen gut ist. Diese Stadtstrecke ist nicht einfach nur eine Stadtstrecke, sondern das Kolosseum haben wir da. Wir haben verschiedenste Passagen, nicht nur einfach Asphalt, sondern wirklich diese Stadtstrecke hebt sich von den anderen Stadtstrecken ab, wie ich finde. Sehr, sehr dolle hebt sie sich ab. Und das mag ich an dieser Stadtstrecke so enorm, sodass ich die wirklich verdienterweise auf Platz 3 habe. Ich finde diese Strecke verdammt nice. Finde ich richtig, richtig cool. Könnte sogar meine Lieblingsstadtstrecke sein. Wenn ich so jetzt überlege, das ist auf jeden Fall meine Lieblingsstadtstrecke von allen Boosterstrecken. Wellen. So gesehen. Doch, auf jeden Fall. Sogar vielleicht sogar mit Abstand. Platz 2, Bangkok war sehr, sehr nice. Athen war sehr, sehr nice. Aber ich würde sogar Rom sowas von auf Platz 1 setzen. Mit Abstand. Ja. Jetzt fehlen nur noch zwei Strecken. Eine davon ist diese hier. Und ist natürlich jetzt die Frage, was ist jetzt hier Platz 2, was ist Platz 1 bei mir? Und Platz 2 belegt hier Regenbogen Boulevard von Mario Kart Wii. Eine Strecke, worüber ich mich auch tierisch freue, dass die wieder mit dabei ist. In Mario Kart Wii war sie gut, sag ich mal, bis in Ordnung. Note her 2 bis 3, aber ich fand die jetzt da damals nicht so krass, der Burner, weil sie halt auch verdammt schwierig war und viele unfaire Stellen hatte. Aber ich finde, die wurde so verdammt verbessert im Gegensatz zu Mario Kart Wii, dass ich mich jetzt sehr, sehr doll freue, dass sie mit am Start ist. Sehr, sehr schön. Und die sieht grafisch verdammt nice aus, wie die Mario Kart 7 Regenbogen Boulevard.
Und wie gesagt, die wurde einfach meiner Meinung nach so dermaßen verbessert. Kritische Stellen eliminiert, so gesehen. Wie zum Beispiel da, wo ich eben drüber gesprungen bin. Das war in Mario Kart Wii, war das teilweise dann doch ganz schön zu heftig. Da kann ich mich an einen Moment in meinem Mario Kart Wii Let's Play erinnern, wo ich es einfach nur, ja, crazy war, sag ich mal. Und auch so ist, finde ich, die jetzt deutlich, deutlich besser geworden. Dazu noch Anti-Gravity hier überall, was zu dieser Strecke einfach perfekt passt. Zudem auch diese Bumper, dass man halt einen Boost holen kann. Und all das, das finde ich halt sehr, sehr schön. Da rechts und links natürlich die Halfpipes. Und ich finde diese Strecke wirklich perfekt geworden. Perfekt. Finde ich richtig, richtig schön. Natürlich kommt sie nicht an die Mario Kart 7 Rainbow Road dran. Aber es würde sie eh nie schaffen. Es sei denn, man würde die grundlegend komplett neu bauen, so gesehen, was dann nicht mehr die Mario Kart wie Rainbow Road wäre. Und ja, trotzdem freue ich mich, dass die mit dabei ist. Aber dennoch gibt es auch einen Platz, der noch höher ist als diese Strecke hier. Und zwar, was wir vorhin gefahren sind, Rosalinas Eisplanet. Ja, Rosalinas Eisplanet war schon einer meiner Highlights in Mario Kart 7. Und diese Strecke wurde einfach nur perfekt geremaked. Richtig schön sieht sie aus. Eine der schönsten Strecken überhaupt. Und ja, bei der Strecke kann man eigentlich auch... Ganz ehrlich, die haben sie kaum umgebaut. So gut wie gar nicht umgebaut. Aber das hat sie auch nicht gebraucht, weil sie schon einfach perfekt war, meiner Meinung nach. Es gibt am Ende diesen schwierigen Weg, wo man langfahren kann. Mit diesem Risiko, so gesehen. Aber... oder den leichten Weg, aber ohne Beschleunigungsstreifen, der ein bisschen länger dauert. Baby Mario, pass auf. Und das macht diese Strecke zu meinem absoluten Highlight hier in der sechsten Welle. Und für mich ein verdienter Platz 1. Und Platz 1, apropos Platz 1 würde ich gerne jetzt hier noch werden. Das wäre verdammt gut. Ach, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Okay, Platz 1 ist weg, aber egal. Und ja, für mich Rosalinas Eisplanet auf jeden Fall Platz 1. Und ja, dann, ja, was ich auch nochmal zu Platz 2 Regenbogen Boulevard sagen möchte, ich finde auch schön dieses Detail, wenn man oft runterfällt, dass dann auch wieder wie ein Feuerball man so runterfliegt. Das finde ich auch verdammt, verdammt schön. Ja, bevor wir jetzt hier, sag schon, zu dem generellen Fazit des Booster Streckenpass kommen, will ich nochmal ein bisschen auf Kommentare und eure Rankings wieder eingehen, weil ihr habt auch fleißig in die Kommentare gehauen und eure Rankings auch oder generell eure Meinung kundgetan, worüber ich natürlich sehr, sehr froh bin und was ich jetzt auch hier mal durchgehen möchte. Und bezüglich der Piranha-Strecke, was ich hier aussagte, dass das ja eine von zwei neuen Tourstrecken sind. Das war nicht Clearix, der das gesagt hat, das war King Flo. Da danke nochmal an King Flo, dass er das geschrieben hat. Und das mit Venedig zum Beispiel als Vorschlag für eine Stadtstrecke, das kam aber von Clearix. Ja, denn liebe Noah hat sein Ranking gegeben und für ihn ist der 8. und letzte Platz DK Bergland, gefolgt von Rom Rambazamba, danach auf dem 6. Platz die Daisy's Piste von Mario Kart Wii, danach Regenbogen Boulevard von Mario Kart Wii auf dem 5., auf dem 4. Platz Piranha Pflanzenbucht, auf dem 3. Platz SNES Bowser's Festung 3, dann auf dem 2. Platz Stadtrundfahrt Madrid und auf dem 1. Platz Rosalinas Eisplanet. Also bis auf Platz 1 komplett unterschiedlich unsere beiden Rankings. Während bei mir Madrid ganz weit hinten ist, ist bei ihm Madrid ganz weit vorne. Was ja aber auch natürlich okay ist. Und er meint auch bis auf DK Bergland gefallen ihm alle Strecken sehr. Und bei DK Bergland gab es so viele Dinge, die ihm nicht gefallen hat. Zum Beispiel die Grafik, das habe ich ja auch gesagt, dass ich jetzt von der Grafik da jetzt nicht so begeistert bin, warum die für mich auch ein bisschen runtergerutscht wird. Und er findet, dass die Strecke auf jeden Fall so scheint, als wäre sie dolle vereinfacht worden und er hätte lieber Dino-Dschungel gehabt. Was ich aber auch verstehen kann, Dino-Dschungel ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Ja, und genau, das dazu. Übrigens, wir haben ja auch über Mario Kart Namen gesprochen. Im vorletzten Part war das, glaube ich. Da hat der liebe Clearix noch ein paar Namensvorschläge gegeben. Mario Kart Mad Rush oder Mario Kart X oder X. Finde ich auch ganz cool. Genau. Das dazu. Genau, das war es jetzt
zu den Rankings der Community-Mitglieder, da hat er jetzt nur wirklich geschrieben. Kann es sein, dass ich irgendeinen Kommentar übersehen habe, aber eigentlich nicht. Vielleicht hatten wir auch mal im Stream irgendwie was oder so. Der liebe Noah hat auch nochmal die Wellen als Ranking gegeben. Ganz kurz, erster Platz Welle 5, zweiter Platz Welle 6, dritter Platz Welle 3, vierter Platz Welle 1, fünfter Platz Welle 4 und sechster Platz Welle 2. Auch nochmal ein bisschen unterschiedlich zu meinen Wellen-Ranking. Genau, was wir ja im letzten Part hatten, nur ich wollte das jetzt hier auch nochmal erwähnen. Er hat da auch nochmal viel Text geschrieben. Das will ich jetzt aber weniger durchgehen, weil sonst wird das Video hier deutlich zu lang, weil ich jetzt noch über mein Fazit des Booster Streckenpass reden möchte. Und da sind wir jetzt hier auch. Ja, der Booster Streckenpass, damals in einer Nintendo Direct überraschend angekündigt worden, wo keiner mit gerechnet hat. Mario Kart Inhalte, was? Zu Mario Kart 8 Deluxe kommt noch etwas? Und dann damals die Welle 1, war erstmal komplett gehypt, aber dann erstmal die Ernüchterung, weil die ersten Wellenstrecken von der ersten Welle nicht so geil aussahen und halt komplett anders zu den normalen Strecken des normalen Spiels halt waren. Und ein Glück hat sich das von Welle zu Welle komplett nach vorne gebessert. Welle 2 da sah deutlich besser aus. Danach Welle 3 mit zum Beispiel der Rainbow Road. Und ab da an war die Grafik wirklich auf einem verdammt nicen Niveau wieder. Bis jetzt zuletzt hier Welle 6. Und ja, der Booster Streckenpass. Ein großartiges Ding, sag ich mal. Also wirklich, damals haben wir ja noch so spekuliert, ist das wirklich sein Preis wert? Ist das wirklich so gut, dass da jetzt noch Strecken kommen? Gerade bei viel Tour-Content, man hat uns damals gesagt, es kommen nur Remakes, keine neuen Strecken. Und hey, wir hatten jetzt auch neue Strecken wie Yoshi's Island, wie Bad Parcours, wie was weiß ich jetzt hier noch. Also wir hatten auch neue Strecken, was jetzt dann ja auch nochmal anders ist, als was man am Anfang gesagt hat. Bedeutet die Befürchtung, dass damals, die Befürchtung, die wir damals hatten, dass der Booster-Streckenpass nicht so toll wird, wie man anfangs gehofft hat, ist nicht wahr geworden. Denn der Booster-Streckenpass ist wirklich grandios. Man muss ja bedenken, 25 Euro kostet der Booster-Streckenpass für nochmal 48 Strecken. 48 Strecken, also nochmal so viel Strecken, wie schon im Spiel waren, nochmal oben drauf für 25 Euro. Ein neues Mario Kart hätte dagegen 60 Euro gekostet. Und teilweise sind die Strecken wirklich auf dem Niveau von Mario Kart 8 Deluxe, von den Originalstrecken, was ich sehr, sehr schön finde. Zudem so viele Strecken, die dann auch nochmal umgebaut wurden, wie Peach Schloss Garten und sowas halt. Kalimari-Wüste fällt mir da ein. Überraschung mit dabei. Und dann noch weitere Dinge, die mit dazu kamen, die vorher nicht angekündigt wurden. Neue Charaktere. Neue Mii-Outfits jetzt zum Ende. Neue Funktionen, wie zum Beispiel individuelle Items jetzt in privaten Runden. Dinge, die wirklich einfach vorher nicht kommuniziert wurden, was als Überraschung einfach dazu kam. Einfach so. Zudem finde ich am Booster Streckenpass auch sowas von verdammt cool und sozial von Nintendo. Diejenigen, die den Booster Streckenpass nicht haben, können ihn trotzdem zocken im Online-Modus. Die kriegen als Auswahl den Booster Streckenpass ganz normal vorgelegt und können eine Strecke des Booster Streckenpass auswählen. Sogar im privaten Runden. Ich hätte es auch verstehen können, hätte man im privaten Runden den Booster Streckenpass nicht auswählen dürfen, wenn man den selber nicht hat, dass nur andere das auswählen dürfen. Hätte ich verstehen können, aber nein, Nintendo hat sich dafür entschieden, dass auch da man den Booster Streckenpass auswählen kann. Und das ist halt wirklich verdammt nice. Ich finde, der Booster Streckenpass ist sowas von gut gelungen und ich finde es jetzt finde ich jetzt sehr, sehr schade, dass wir keine weiteren Wellen mehr vor uns haben, weil es war immer auch richtig schön. Wenn ein Trailer rauskam, welche Strecken kommen jetzt hier im Trailer vor? Diese Überraschung immer jedes Mal zu erleben und dann, sobald die Welle rauskommt, die Strecken das erste Mal zu fahren. Das werde ich jetzt so dermaßen vermissen. Darum freue ich mich jetzt umso mehr auf Mario Kart 9, was hoffentlich jetzt irgendwann rauskommt. Ja, nächstes Jahr denke ich mal noch nicht, aber vielleicht übernächstes Jahr irgendwie so, dass wir dann Mario Kart 9 irgendwann haben. Ja, also Fazit, der Booster Streckenpass ist ein Geschenk von Nintendo an uns und finde ich einfach perfekt. Ich finde es einfach perfekt. Ja klar, manche Strecken, wo ich sage, die hätten es nicht sein müssen, die finde ich jetzt nicht so toll. Aber ganz ehrlich, dafür 25 Euro, ey, das ist doch... Ja, zumal wirklich die Strecken von Welle zu Welle dann besser wurden. Mein Höhepunkt, wie gesagt, Welle 3. Und
Wir haben jetzt 96 Strecken hier im Mario Kart 8 Deluxe. Das ist krank. Das ist sowas von verdammt krank. Normalerweise hat ein Mario Kart 32 Strecken. 8 Cups mit je 4 Strecken. 32 Strecken. Da hatte Mario Kart 8 Deluxe jetzt sogar schon 48 Strecken. Wir kriegen halt nochmal das Doppelte dann drauf. Das war, ja. Ich finde, ich kann nichts anderes zu sagen als, der Streckenpass ist mehr als gelungen. Und ja, das dazu. Und vielen Dank auch euch, dass ihr hier in diesem Let's Play mit eingeschaltet habt. Seit, ja, ich glaube März 2022 kam ja die erste Welle raus. Und dass ihr hier mit dabei wart, viel kommentiert habt, viel mitgezockt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in Mario Kart 9 eines Tages wieder, beziehungsweise natürlich auch in anderen Let's Plays. Von daher, euch schon einen schönen Tag und tschüss.